So Leute, willkommen auf meinem Channel zu einem weiteren Video. Heute gibt es ein kleines Do-It-Yourself-Video und zwar ein Do-It-Yourself-Winter-Snacks in ungefähr 5 Minuten. Und warum Winter-Snacks? Also momentan ist das Wetter ziemlich schlecht, also es regnet draußen und ziemlich windig und auch kalt. Und deswegen dachte ich mir, dass ich so für euch jetzt speziell so ein kleines Video mache, wo ihr innerhalb von 5 Minuten lernt, wie ihr die besten Snacks macht. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Fangen wir direkt an. Als erstes braucht ihr gefrorene Früchte. Hier könnt ihr euch aussuchen Himbeeren oder Heidelbeeren. Dazu kommen natürlich Eier. Dann natürlich noch die deutsche Markenbutter, die darf natürlich auch nicht fehlen. Hinzu kommt dann noch Milch, am besten ihr nehmt verschimmelte Milch. Dann noch eine Kartoffel und Reis. Jetzt habt ihr die Wahl, Basmati oder anderer Reis. Hinzu kommt noch Würze, da ist es egal, ob ihr Maggi oder keine Magenprodukte nehmt. Dann noch Kreatin, nun nehmt ihr noch ein bisschen Waschmittel, am besten Vollwaschmittel für reine und trockene Wäsche. Und zu guter Letzt könnt ihr euch noch aussuchen, entweder Salatdressing oder Zitronenessenz. So, holt euch am besten direkt so eine kleine Schüssel. Die Schüssel muss nicht wirklich groß sein, je nachdem wie viel ihr essen wollt. Und dann fangt direkt an mit 2 Eiern. Ihr macht die Eier direkt mit der Schale rein, weil die Schale hat ein bisschen mehr Eiweiß als das Ei selbst. Und dazu kommt noch, dass die ein bisschen knusprig ist. Das heißt, ihr habt noch was zu kauen. Als nächstes holt ihr euch ein Messer und gebt ein bisschen Butter rein. Ihr könnt aussuchen, wie viel ihr wollt. Also macht das so wie ich, so ein Stück und versucht halt beim ersten Mal dann direkt zu treffen. So, dann geht ihr weiter mit der Milch. Am besten holt ihr euch verschimmelte Milch. Also ich habe ein bisschen die Milch so im Dings aufgemacht, habe die dann ein bisschen im Schrank lassen und so nach 1-2 Wochen habe ich sie wieder rausgeholt, dann war die schön verschimmelt und verklumpt. Also es ist gut wegen den Klumpen. Dann geht's auch schon weiter mit der halben Kartoffel. Ihr braucht keine ganze Kartoffel, sondern eine halbe. Kartoffeln haben gute Kohlenhydrate und dann noch natürlich auch viel Proteine. Als nächstes holt ihr den Reis, den ich euch vorhin gesagt habe, in diesem Fall Basmati-Reis. Ich habe das alles schon ein bisschen vorbereitet und dann kippt ihr ungefähr so 300 Gramm Reis rein. Dann geht's auch schon weiter mit der Zitronenessenz. In dem Fall könntet ihr auch Salatdressing benutzen, aber ich habe jetzt Zitronenessenz benutzt und das finde ich besser. Dann geht's auch schon direkt weiter mit den gefrorenen Früchten. Hier habe ich jetzt Himbeeren ausgesucht und da macht ihr dann ungefähr die halbe Packung rein, weil das sonst nicht so wirklich süß schmeckt. Ich meine, wir haben keinen Zucker drin, deswegen ist auch Low Carb. Und jetzt kommt das Wichtige, und zwar braucht ihr Kreatin. Ihr dürft nicht zu viel Kreatin nehmen, am besten so einen kleinen Löffel. Macht ihr den Löffel so ein bisschen gehäuft und dann macht ihr den Löffel rein, denn Kreatin gibt euch richtig viel Proteine und durch diesen Snack bekommt ihr auch richtig viele Muskeln. Als nächstes kommt das Waschpulver. Waschpulver bzw. Waschmittel müsst ihr nicht unbedingt reinmachen. Das ist jetzt nur so ein kleiner Tipp, damit es noch ein bisschen besser schmeckt, weil Waschpulver ist halt für reine und gepflegte Wäsche. Und dann wird euer Inneres, euer Magen wird auch ziemlich rein und gepflegt sein, weil der Magen gereinigt wird durch dieses Waschpulver. Und deswegen empfehle ich euch allen Waschpulver. So, das war's dann auch schon mit den ganzen Zutaten. Als nächstes müsst ihr das eine halbe Stunde umrühren. Am besten eine halbe Stunde, damit es auch wirklich gut durchgerührt ist. Ihr könnt aber auch, wenn ihr wollt, könnt ihr das bei 180 Grad Umluft für 10 Minuten in den Backofen machen. Dann habt ihr das noch ein bisschen härter, am besten noch in eine Backform oder so. Und dann könnt ihr daraus auch so einen kleinen Kuchen oder so machen. Schmeckt auch ziemlich gut, aber ich habe jetzt in dem Fall die schnelle Variante genommen. Einfach eine halbe Stunde umrühren. Und das war's dann auch schon von dem Gericht. Wenn ihr das dann habt, nach einer halben Stunde könnt ihr dann so euer Gericht servieren, sag ich mal. Und zwar nehmt ihr dann am besten so kleine Teller oder so. Je nachdem, ich meine, man kann daraus viele Portionen machen, weil man isst wenig und wird schnell satt durch dieses Gericht. Das ist auch der Vorteil daran. Es hat wenig Kalorien, wenig Kohlenhydrate, es gibt viel Eiweiß und es ist richtig gesund, dadurch, dass nochmal Himbeeren dazugefügt wurden. Ich weiß, Butter ist jetzt nicht das Gesündeste, aber wir haben ja noch die Schale mit den Eiern und deswegen kann ich euch das Gericht nur empfehlen und ich werde mir jetzt erstmal ein oder zwei snacken. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch anregen, so kleine Sachen auch mal zu machen und
Ich hoffe, ihr schreibt mir auch mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet, ob es euch geschmeckt hat oder nicht. Ich meine, ich habe meine jetzt schon gegessen, muss jetzt nur noch gleich den Abwasch machen und dann werde ich mir, glaube ich, nochmal gleich zwei machen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis dann. Ciao.